Und weiter geht es mit einer neuen Folge Let's Play Landwirtschaftssimulator 17 auf der russischen Swapa Agro Map. So, den schicken wir mal zum Hof zurück. Ich meine, ich habe da Raffi. Hof BGA Hof. Den wollen wir. Dann kann der schon mal alleine zurückfahren. Und wir können uns um den MB-Truck kümmern. Ja, sollte aufgetankt werden. Das machen wir auch gleich mal noch. So, der ist auch hier beim nächsten Palettenwerk angelangt. Gucken wir mal, wie es denn hier aussieht. Also der braucht noch nicht so wirklich viel Holz. Dann nehmen wir doch einfach den einen hier. So, Klammer auf, bisschen höher kippen. Das war zu weit. Spanngurte. Nö, das war nix. So, jetzt aber. So. Ich vermute mal, dass der zu groß ist, um da komplett reinzupassen. Also machen wir es wie beim anderen auch. Schnippeln wir den mal hier einmal ein Stückchen ab. So. Gucken wir mal, ob er den jetzt nimmt, wenn wir den ein Stückchen da in den Trigger schieben. Nö. Gut, dann bleibt der erstmal hier stehen, machen den aus und wir kümmern uns mal wieder um unser Lieblingsthema. Und das sind Grasballen. Oh, Entschuldigung. Da rebelliert was in mir. So, den packen wir hier hin. Curseplay brauchen wir nicht. So. Und dann geht es wieder hoch auf die Wiese. Weil irgendwann müssen wir mal die ganzen Grasballen eingesammelt haben. Um da einen Haken hinterzumachen, hinter dieser Arbeit. Und dann müssen wir sehen, was wir denn noch so Schönes machen können. Wie gesagt, wenn wir jetzt die ersten Liter an Biogas haben, die werden wir dann erstmal in den Komposter schmeißen. Dann kommt Biogas als nächstes in die Erdölförderung, dass wir da Erdöl produzieren und uns dann im weiteren Verlauf Diesel herzustellen. Weil es ist auch hier das Bestreben, eine autarke Spielweise zu haben. Sprich, alles, was wir verbrauchen, wollen wir auch selbst herstellen. Was dann eben auch ist, um eine der ersten Fabriken, die wir dann uns aufbauen werden, ist die Saatgut- und Düngerfabrik. Weil das ist eben aktuell noch immer ein relativ hoher Posten.
muss man da ein bisschen rauszoomen. Ne, das ist einfach ein relativ hoher Posten. Die Kosten für gerade für den Dünger, weil wir ja hier auch mit 3 Düngerstufen arbeiten. Also wird das unsere erste Fabrik sein, die wir aufbauen. Ich muss dann mal gucken, wo die denn ist und was wir da alles brauchen. Beziehungsweise auch wie viel wir da brauchen. Erstmal fahren wir mal wieder einen Packen Ballen weg. Ich hoffe dann auch, dass wir irgendwann demnächst wieder mal ernten können. Was kann ich, wie habe ich das denn hier eingestellt? Pflanzen, wieso ist das aus? Pflanzenwachstum machen wir auf schnell. Pflanzen sterben machen wir mal aus zur Sicherheit. Verbrauch ist normal, ja, das bleibt so. Warum das jetzt hier auf aus gewesen ist, weiß ich auch nicht. Da kann man dann da klar auch lange warten, dass wir hier mal wieder ans Ernten kommen. Selbst eine Falle gestellt, warum auch immer. Aber wir haben ja mit den Grasballen immer noch genug zu tun. Werden, wenn wir die abgeladen haben, uns mal das Farm-Tablet schnappen und mal gucken, wo denn diese Saatgut- und Düngerfabrik ist. Ups. Ja, abladen. Zack, zack, zack. Der ist leer. Gut, dann steigen wir da mal aus. Fabrikskript. Gucken wir mal in die Biogasanlage. Oh, guck mal, da haben wir schon das erste Biogas. Das ist doch toll. Schneeschmelze haben wir hier auch. Aber da wir nicht mit dem Season spielen, betrifft uns das nicht. Gewächshaus, Erdöl, Ölraffinerie, die Palettenwerke. Aufbau von Selhots Himia. Was auch immer Selhots Himia ist. Aber hier haben wir... Ah, das scheint... Dünger. Gülle wird zu Flüssigdünger, Dünger und Kompost. Gut. Und Saatgut. Getreide und Dünger wird zu Saatgut. Und da das da auch ist, dann ist Aufbau von Selhots Himia die Saatgut- und Düngerfabrik. 60.000 Bretterpaletten, Beton und Betonblöcke. Gut, also da haben wir was zu tun. Aber das können wir uns auch mal angucken, da wir eh tanken müssen mit unserem guten Fendt. Und das müsste ja da unten auf der Ecke sein. Gucken wir uns das nochmal an. Hier mal ein bisschen auf dem Feldweg fahren, da kümmern uns keine Radarfallen. Aber ich glaube, hier geht es nicht weiter, oder? Nee. Gut, dann müssen wir raus auf die Straße. Und dürfen nicht vergessen, hier irgendwo, wo waren die? In der Kurve, genau. Hier 40. Einmal vorbeischleichen. Fahren wir hinten rein in die Tanke, tanken den guten hier mal auf. Während der tankt, bleibst du stehen. Gucken wir mal, was wir hier denn Schönes haben. Wir haben hier 2 Sachen, wo wir wohl irgendwas aufbauen können. Gucken wir mal hier.
Das ist auf jeden Fall so was Eingezäuntes hier ist. So, Selhots Himja. Also das sollte unsere Saatgut- und Düngerfabrik sein. Gut, wissen wir Bescheid. Der tankt noch. Und dann gucken wir mal, was hier ist. Ich muss unbedingt diesen Player Speed Mod mal mit reinnehmen, weil das ist langsam, was wir hier durch die Gegend laufen müssen. So, haben wir hier auch, hier Futterfabrik. Ah, das ist auch gut zu wissen. So, der hat inzwischen fertig getankt. Dann können wir ja mal wieder zurück aufs Feld, beziehungsweise auf die Wiese. So, am Blitzer vorbeigemogelt. Was haben wir denn noch? 56 Grasballen. Ja, man sieht schon langsam aber sicher ein Ende des Tunnels. Ja. Das Geld wird immer weniger und weniger und weniger. Wir müssen unbedingt mal langsam aber sicher Sachen auch reinbekommen an Kohle. So, da kommt gerade keiner. Es hat keiner gesehen. Nicht hingucken. In Russland macht man das so. Ja, so ist das. Der Hund passt gut auf hier auf dem Hof. Der hier auch. Tja, und da wir ja Gülle brauchen für die Düngerproduktion, die wir dann irgendwann mal machen werden, müssen wir gucken, dass wir auch irgendwie demnächst anfangen, uns die ersten Tierchen zu halten. Ja. Aber hier werden wir ganz konventionell auf Kühe gehen. Ist zwar auch teuer, aber ich denke, wir haben hier sehr viele weiterverarbeitende Industrien, wo wir dann auch mit der Milch irgendwas anstellen können, was auch immer. So, wieder ein bisschen rauszoomen, damit wir besser sehen. So. Hier sehe ich erstmal keine mehr. Ah, ja, da sind wir vorbeigeschossen. Das dürfte im Endeffekt nachher so eine Dauerproduktion immer werden. Hier Gras mähen, Gras, also Grassamen dreschen und das Gras in den guten Fermenter schmeißen, damit wir da Silage produzieren. Wenn wir irgendwann genügend Biogas haben, müssen wir mal gucken, ob wir das Biogas verkaufen können, was das bringt, oder ob wir einfach die Silage direkt im vorderen Trigger in der BGA verkaufen. Das können wir uns dann alles in Ruhe mal angucken. Aber erstmal heißt es nur Biogas, Biogas, Biogas. Ich will auf jeden Fall, bevor hier die Nacht einbricht, die ganzen Grasballen weg haben, um einfach, wenn der über Nacht im Zeitraffer nach vorne spult, dass da ordentlich an Silage produziert wird.
und dann eben gucken, wenn wir Biogas haben und den Komposter am Laufen haben, können wir gucken, was wir dann mit dem Kompost machen, ob wir den verkaufen oder ob man den für irgendwas anderes noch nutzen kann. Ich weiß zwar, dass es hier eine große Obstfarm, Obstplantage gibt, aber die möchte ich ehrlich gesagt nicht in Betrieb nehmen, weil das so massiv an Arbeit ist. Ich weiß nicht, das sind irgendwie ein paar hundert Bäumchen von verschiedenen Arten. Und da muss jeder einzelne mit Kompost oder Mist und mit Wasser beliefert werden. Und nö, das ist mir dann doch zu viel. Und auch das Ernten ist nicht so einfach, weil bei jedem Baum im Anhänger anhalten, Knöpfchen drücken und hin und her und so. Nö. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal, wenn es mal ein Map-Update gibt, da eine Vereinfachung. Oder man bastelt sich selbst was, wobei ich da aber nicht wirklich kompetent bin. Wenn es mal darum geht, irgendwo Preise zu ändern oder Kapazitäten von einzelnen Fabriken, das kriege ich hin. Aber mehr nicht. Aber was soll ich sagen, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Schreibt was in die Kommentare. Auch eventuell könnt ihr mal schreiben, welche Produktion wir als nächstes in Angriff nehmen sollen. Würde mich freuen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht es gut.